Ah, da sind wir wieder. Ein Traum. Ich mache wieder ein bisschen Nebel für die Stimmung. Okay. So, wir sind zurück. Ihr seid gerade den ersten Schritt gegangen. Das ist nun, was ihr vor euch seht. Ihr wart eben vor dem Baum, seid rechts lang gegangen und steht nun hier. Ich schnappe die Pilze rechts unten. Stopp! Ganz kurz. Ja. Bevor wir jetzt hier weitergehen, ne? Das könnt ihr ja theoretisch. Ihr kommt hier von links. Übrigens. Das könnte ja ein Labyrinth sein. Ihr kommt von links. Ja, hier kommt ihr von links. Ich werde das mal aufmalen. Also, wir kamen von links, ne? Ja. Wir sind erst den rechten Weg gegangen. Ja. Okay, also es waren drei Wege. Links. War nicht zu groß, Ratsch. Geradeaus rechts. Wir sind rechts gegangen. Ja. Okay. Und sind jetzt wieder an einer Weggabelung. Ja, und ihr kommt hier von links. Wir kommen von links, das heißt, okay, nach unten. Und nach rechts. Ich helfe euch immer ein bisschen, weil wir haben so viele Kreuzungen, dass immer... Ihr seid hier von links gekommen, es führt aber ein Weg. Der rechte führt so ein bisschen nach oben und der nach unten eigentlich. Nur damit keine Verwirrung aufkommt. Verstehst du? Also ja. Der hier würde eher so nach oben führen, der ist nach links und der ist eher nach unten. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen nach Auch nochmal der Hinweis, oben, unter beards.rocketminers.de könnt ihr dieses Labyrinth live mitspielen. Und ansonsten zu Hause gern mitmalen, könnt ihr versuchen, es auch zu entwirren. Also ich wäre dafür, dass wir dann rechts, also nach oben quasi gehen. Ja, let's do it. Ja. Ja. Okay. Darf ich die Pilze mitnehmen? Lasst uns das machen. Ja, unbedingt. Okay, ihr kommt auf das nächste Feld. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist ja... Achso. Ihr kommt von unten. Wir kommen von unten und es führen in alle Richtungen Wege. Ja. Da ist ja wieder so ein Pfeil, ne? Der Wegweiser ist nur als Pfeil. Tipp, der ist willkürlich. Also ist überall Pfeil. Nicht, damit ihr euch irritieren lasst, ja. Genau. Also. Geradeaus. Durch. Wir kommen von links, ne? Ja. Ne, von unten. Von unten kommt ihr, Entschuldigung. Achso, ja. Wir kommen von unten? Ja. Ja, hoch oder rechts? Hoch. Hoch? Okay, solange niemand widerspricht, mach ich's einfach. Gut. Okay. Ja, und ihr seht nach oben Folgendes. Nur ein Weg. Ja. Das ist ein Rabe. Hat das was zu sagen? Nein. Mein Rabe, ja. Ja, das ist dann. Gut, dann Rabe. Müssen wir da lang. Hoch. Okay. Ihr seht Folgendes. Ja. Das ist ja das gleiche nochmal. Ja. Da würde ich sagen, wir machen es noch einmal. Wenn es noch das gleiche ist, gehen wir zurück. Warum? Ja, weil das ist dann ja offensichtlich irgendwie eine. Das ist ja immer das gleiche. Das ist so ein Loop. Also nochmal, ja, weiter. So, stellt euch das jetzt als eine Art Linkskurve vor. Das ist wichtig. Wir mussten nur bei der Menge der Möglichkeiten ein bisschen... Ach so, das ist aber jetzt nicht... Der Weg geht zwar nur in eine Richtung, aber er geht links rum. Okay, ja, weiter. Bringt nichts, jetzt weiter. Umzudrehen. Okay. Weiter. Nö, ja. Da gehen wir jetzt einfach weiter. Ja. Okay, ihr seht Folgendes. Lasse zeichnet ja mit. Moment. Ja, das seht ihr wieder. Ja, es gibt wieder weiter. Nur einen Weg. Weiter. Okay. Ich habe kein Und gutes Gefühl. Und ihr seht... Wieder nur einen Weg. Wollen wir nicht vielleicht nochmal umdrehen? Weiter. Nein, weiter. Okay. Das macht ja eine Linkskurve. Okay, ihr geht einen weiter. Ich will nur. Und ihr seht Folgendes. Mhm. Ihr kommt von hier, rechts. Mhm. Wohin kamen wir? Was? Von unten oder von links? Wir kamen letztes Mal von links und jetzt. Wir sind aber eigentlich genau in die Richtung gegangen. Was? Also wir kamen doch von links. Ihr kommt hier von rechts. Aber warte mal. Das ist nicht die gleiche Kreuzung. Das ist wichtig. Ah, okay. Das ist nicht die gleiche Kreuzung. Nein, also es könnte die gleiche sein. Also ich... Ich verrat's halt. Wir kommen von... Was hast du? Ihr kommt von rechts. Ja, dann würde ich entweder... Das heißt... Wenn nur um euch ein bisschen selbst... Das da lang gehen wäre quasi geradeaus. Nur, dass ich das richtig verstehe, ne? Ja, da geht ihr geradeaus. Und da würdet ihr nach unten gehen. Ich würde weiter geradeaus gehen. Wenn wir nach unten gehen, laufen wir im Kreis. Ja, ich würde auch geradeaus gehen. Ja, so habe ich es auch gemalt. Lass das machen. Ja. Gut, ihr geht weiter. Sieht zwar, es ist nur ein Weg, aber er führt jetzt nach unten. Ihr kommt quasi von hier und geht nach unten. Ach so, okay. Nur um euch zu helfen. Also das heißt, jetzt machen wir das gleiche wie eben. Es wäre sonst unmöglich kompliziert, all diese Wege zu machen. Deswegen ist es jetzt so. Es ist nur wichtig, es gibt nur einen Weg, den ihr gehen könnt. Aber wir gehen nach unten. Genau, ihr kommt von rechts und geht nach unten. Eine Kurve quasi. Jetzt kommen wir gleich wieder da, wo wir hergekommen sind. Gut. Ihr kommt von oben, hier ist oben in diesem Fall, ihr könnt nach links oder nach unten gehen. Okay, ich bin... Ja, ist nicht so einfach. Wir haben Lasse verloren. Ja. Lasse hat den Weg.
Ach so, warte mal, wir kommen von da. Ihr kommt von oben. Stellt euch einfach vor, ihr kommt von oben. Es geht ja gar nicht. Guckt mal nicht aufs Bild, guckt auf mich. Ihr kommt von oben, ihr könnt nach links gehen und ihr könnt nach unten gehen. Scheiße, meine Zeichnung. Also von euch aus, wenn ihr jetzt so guckt, nach rechts. Aber eure Zeichnung würde es quasi einen Weg nach links führen, einer nach unten. Links. Also ich rede immer von der Zeichnung, die ihr vermutlich anfertigt, um es euch leichter zu machen. Ja, ich würde nach links gehen. Auch. Ihr auch? Ja, wenn wir, also ich habe es jetzt so aufgemalt. Wenn wir nach links gehen, müssten wir irgendwann wieder zum Baum kommen. Theoretisch. Also dann gehen wir weiter nach links. Okay. Ihr kommt zu folgendem. Ah, das ist neu. Kann man das Reh noch? Ihr kommt an einen Weg und dort liegt ein totes Reh. Ich muss mal eben da hinspringen. Okay, hier ist das, Reh. Ja, was tut ihr? Wir checken das mal aus, wa? Ja, wir, also du guckst. Ich check das mal aus, ja. Gut. Das Reh scheint aufs Übelste zerfetzt. Der ganze Bauch ist aufgerissen, wie ihr hier seht. Und bei näherer Betrachtung steckt darin ein Holzsplitter. What? Aber grobes Holz, das nicht aus diesem Wald zu scheinen stammt. Lasse. Zu stammen scheint, Entschuldigung. Das gehört ja auch dir. Ich verstehe dich nicht. Also Hauke, halt das mal nicht, sonst sehe ich das. Entschuldigung, ja. Das ist nicht mal. Das ist ein anderer Holzsplitter. Mit dem habe ich nichts zu tun. Sicher? Du hast nicht noch einen. Also du erkennst ihn nicht wieder. Handelt sich um. Wer von euch hat Boote lenken? Du, ne? Gut, du erkennst, dass es sich um einen Splitter von einer Schiffsplanke handelt. Das sieht aus wie ein Splitter von einer Schiffsplanke. Wollte ich gerade sagen. Ich nehme ihn mal an mich. Haben wir den, oder? Nehme ich mit. Okay. Tja, ist es vielleicht ein Splitter von der Bolgarkut? Ich gucke auf den Holzsplitter. Kannst du nicht sagen. Ist auf jeden Fall eine Schiffsplanke. Kann ich nicht sagen. Ich rieche dran. Ja, Meersalz. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, stimmt. Es riecht nach Meersalz. Und Blut. Für euch der Weg hier. Ihr seid von rechts gekommen und könnt weiter nach links gehen. Ist man rechts gekommen, würde dann nicht. Wie wäre es, wenn wir... Also geradeaus quasi. Wenn wir die Bäume markieren würden. Ja, okay, du verstehst richtig, ja. Sodass wir, wenn wir im Kreis laufen, verstehen, dass wir im Kreis laufen. Ich empfinde das als eine gute Idee. Sie ist nicht von mir. Doch ich habe gute Sicht. Insofern ist mir dieser Gedanke völlig... Wo wollt ihr eine Markierung machen? Das soll Lasse entscheiden, aber nicht den ganzen Baum. Also ich glaube, hier brauchen wir keine Markierung. Hier haben wir das Reh. Hier liegt ein Reh. Ja, okay, ab dem nächsten, ne? Ab dem nächsten werden wir uns eine Markierung einfallen lassen. Also wollt ihr weitergehen? Das ist eine sehr gute Idee. Ja, wir gehen weiter. Okay, ihr geht weiter nach links. Lasse ist ein bisschen beeindruckt von Pizzle. Und seht Folgendes. Twitter. Hier ist wichtig, ihr kommt von rechts, ist genau wie hier. Ihr könnt nach links und ihr könnt nach unten gehen. Wollen wir vielleicht mal nach unten gehen? Ich würde jetzt nach links gehen und gucken, wo wir hinkommen, weil wenn es ein Labyrinth ist, müssen wir irgendwann auf irgendwas stoßen. Entweder auf... Ja? Geronimo, was ist denn mit einem Raben? Kann er uns gar nicht helfen? Ist er... Ich würde... Ist er mehr wie Lasse? Oder... Nee, also wenn es an mir ginge... Aber ich glaub, Moment, wichtig, wichtig. Ihr seht keinen Raben. Ja, aber ich weiß doch, dass er der Rabe ist. Du weißt nicht. Es gibt diesen Raben für dich nicht. Es gibt ihn nicht. Also ich habe, also selbst Geronimo... Du hast nie nach diesem Raben gefragt. Er existiert nicht. Aber du hast ihn nie gesehen. Anfang... Ja, er. Aber du hast ihn nie gesehen und nie gehört. Ja, aber ich war doch mit ihm da. Ich habe ihn doch gesehen. Er hat keinen Raben. Sag du mir doch nicht, was ich gesehen habe. Beim Sex schreit er doch immer Rabe, Rabe. Es gibt diesen Raben nicht für dich. Du hast ihn nie gesehen, nie gehört. Er redet manchmal davon, aber es gibt den nicht. Und du hast ihn nie gesehen oder gehört. Der Mann lügt doch nicht. Er behauptet manchmal, er würde den Raben losschicken. Ihr habt alle diesen Raben nie gesehen. Okay, sag mal. Links. Also weiter geradeaus. Das weißt du nicht. Für dich existiert der Rabe. Ich würde weiter geradeaus gehen. Also bin da bei Geronimo. Genau, geradeaus wäre in dem Fall. Aber da links. Können wir jetzt ja an den Felsen irgendwie einritzen, wo wir herkommen, wo wir langgegangen sind. Ihr könnt oder? In jedem Falle markieren, wo ihr was immer ihr wollt. Wo dann, ihr hingeht, wo ihr langkommt, was auch immer. Würde ich einfach im Boden markieren, da wo wir herkommen und dann da, in dem Fall, wo wir lang gehen. Also wir kommen von rechts und wir gehen nach links. Okay, was wollt ihr markieren? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, also ein Pfeil aus, also quasi so. Aha, wir machen einen Flock. Genau, ihr könnt einen Flock setzen, wo immer ihr wollt. Ja, dann setzen wir. Ist ja geil. Aber nur einen, oder? Weiß ich nicht, ich müsste auch zwei gehen, soweit ich weiß. Dann würde ich doch vor. Aber wir müssen ihn da setzen, wo wir lang gehen. Also machen wir ihn links. Links. Ja. Gut. Können wir das, liebe Grafik? Oder funktioniert es gerade noch nicht?
Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ist das vielleicht. Nope, funktioniert gerade nicht. Ich markiere das für euch. Keine Angst. Ich sag euch dann immer, wo ihr markiert. Vielleicht ist das aber auch ein Zeichen, dass wir nach unten gehen sollen. Nein, ist es nicht. Gut. Ich hab's notiert, wo ihr markiert habt. Ich sag euch dann immer, wenn ihr den Bildschirm seht, wo es markiert ist. Okay. Ja, was wollt ihr jetzt tun? Ihr habt links markiert. Ja, gehen wir da lang. Okay. Gut, ja, ihr geht nach links auch? Ja, alle. Okay, gut. Ja. Ihr seht Folgendes. Ihr werdet jetzt Hinweis, ihr kommt von rechts und könnt nach unten gehen. Das ist eine Kurve wieder. Also wir können nur nach unten gehen? Genau, es gibt nur einen Weg. Wenn sowas ist, heißt immer, es gibt nur einen Weg. Ich sag euch immer, wie der aussieht. Ja. Müssen wir das halt machen. Ja, weiter. Weiter. Okay. Ich glaub, die wollt ihr irgendwas markieren? Das Zeichen ist völlig falsch. Ja, okay. Immer. Geht ja nur, aber nur. Ist ja eine. Ihr könnt da, wo ihr gekommen seid, wo ihr hingeht. Ich frag nur. Ja, machen wir. Bevor ihr das also, was wollt ihr markieren? Wo wir lang gehen, oder? Okay. Finde ich auch. Ein kleiner Pfeil, der anzeigt, wohin wir gegangen sind. Okay. Zeichne ich bei mir ein. Alles klar. Ja, ihr seht Folgendes, wenn ihr weitergeht. Wow. Achso, ich dachte gerade. Ja, es ist nur wichtig, wenn ihr irgendwo hinkommt, dann sage ich euch, seht ihr das dann markierungs. Gut. Ihr kommt von oben und könnt schräg nach unten gehen. Schräg nach links unten. Ja, das machen wir. Schräg nach links unten? Mhm. Okay. Gut. Und ihr markiert das wieder, nehme ich an. Natürlich, immer. Gut, ihr seht Folgendes. Ja. Ja, ihr könnt. es dauert immer einen Moment, bis er es markiert hat. Aber schon mal vorweg. So, wartet, jetzt kommt gleich der nächste Bildschirm. Genau. Ihr kommt von schräg rechts oben und könnt nach unten gehen. Ja, markieren und gehen. Okay. Also, oder? Also, wir können ja nichts machen. Okay. Ja, ist ja. Kann ja sein, dass ihr euch irgendwann für was anderes und deswegen frage ich immer nur so. Okay. Ihr markiert und geht weiter. Entschuldigung, ich habe gar nicht hingewiesen. Ist das jetzt schon der nächste Bildschirm oder wird noch markiert? Weil das dauert, glaube ich, immer einen Moment. Ah, jetzt kommt's. Ah. Ich hab aufgehört mitzumalen. Ebenfalls, Steppken würde sehr gerne vielleicht einen von diesen Pilzen. Ihr kommt, also ihr mitnehmen. Ihr kommt später. Lass mich eben bitte kurz die Kreuzung erklären, danach könnt ihr sagen. Es kommt, ihr kommt an eine Kreuzung. Hier wäre quasi, ihr kommt von oben, ihr könnt nach rechts und nach unten gehen. Schräg nach unten. Unten rechts. Ihr kommt von oben, könnt nach rechts und nach schräg rechts unten gehen. So, nach rechts und nach schräg rechts. Wo wollt ihr markieren? Falls ihr irgendwo markieren wollt? Hier nach. Ich brauch das Markieren nicht. Rechts oder schräg? Ja, Jungs, was meint ihr? Ja, markieren schräg. Irgendwo. Ich mag schräg. Schräg, echt so rechts unten. Schräg. Schräg. Okay, und ihr markiert das, richtig? Ja, immer. Wie dieser Film. Okay. Und ihr seht schräg. Folgendes. Dauert einen Moment. Schräg rechts unten seid ihr gegangen und seht Folgendes. Aber jetzt kann ich ja die Pilze gar nicht mehr einsammeln. Ich wollte die auch schon die ganze Zeit einsammeln, ich durfte nicht. Sekunde, es kommt. Warum nee, nicht? Entschuldigung, liebe Regie, das ist das Falsche. Bitte die 7. Die 7. Die Zahlen sind willkürlich, kann ich euch jetzt schon sagen. Also die sind völlig wild gemischt. Oh, das hatten wir noch nicht. Ja. Nice. Ihr kommt von oben. Warte, ist das richtig? Ja, oben links sozusagen. Da kommt ihr her. Von da. Genau. Von 1, 2, 3, 4 weitere Wege noch. Okay. Und wo würden wir dann jetzt hinkommen, wenn wir da hingehen? Das müsst ihr ausprobieren. Also wie ich das verstanden habe, so wie Lasse das aufgemalt hat, was nichts bedeuten muss, sind wir quasi so einen großen Kreis. Und wenn wir jetzt... Sieht das so ähnlich aus bei dir? Ja. Ja. Nur ein bisschen. Und wenn wir jetzt schräg gehen, dann wenn wir jetzt schräg gehen, denke ich, würden wir mehr so ins Innere des Labyrinths gehen. Deshalb würde ich das versuchen, dass wir so... Also entweder da oder da, aber ich würde fast zu diesem... Also wenn wir nach unten gehen, dann kommen wir halt... in ein Gebiet, wo wir noch nicht sind. Und wenn wir nach, genau wie du sagst, wenn wir jetzt zum Beispiel nach rechts weitergehen, kommen wir ins Innere des Labyrinths. Das ist die Frage, ob wir ins Innere wollen oder raus wollen. Ich glaube eher, wir wollen wahrscheinlich raus, oder? Naja gut, das kann ich dir nicht sagen. Also Tipp von mir, erkundet es weiter. Ihr habt noch eine Menge Labyrinth vor euch. Oh je. Oh super. Ja komm, dann lass uns... Es gibt halt eine Menge zu entdecken in dem Ding. Ihr dann lass uns schnell entscheiden. Komm, ich bin... Entdecken gibt's hier. Okay, gut, dann gehen wir zurück. Echt? Ja, lass uns ins Innere des Labyrinths machen. Also ihr wollt schräg nach oben gehen. Richtig. Dann, liebe Regie, damit keine Verwirrung, die 17.
Ich hätte jetzt gesagt, wie beim Puzzle, wir arbeiten uns erstmal am Außen. Ich markiere, ja, nehme an, ihr markiert auch wieder, ne? Alles gut. Ja, ja, wir markieren immer. Brauchen wir ja nicht mehr sagen jetzt, ne? Machen wir immer. Ja. Gut. Ihr kommt von unten, ihr könnt nach links und nach oben gehen. Wir kommen von unten, wir können nach links und nach oben. Ganz genau. Da würde ich ja nach oben gehen. Ja. Also, wenn wir links sind, dann kommen, müssten wir eigentlich zu einer Markierung. Alles klar. Ihr geht nach oben und seht Folgendes. Ein Lagerfeuer und Fleischklumpen. Ihr kommt an ein kleines Lagerfeuer. An diesem Lagerfeuer sitzen zwei Kaninchen. Sie fressen Fleischbrocken. Die Fleischbrocken eines dritten toten Kaninchens. Und übergeben sich immer wieder. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch mit Tieren auskennt, aber die essen eigentlich kein Fleisch. Das okay, ist eine sehr perverse Sache. Ich versuche zu schnüffeln, ob sich hier auch wieder diese Bären in der Nähe befinden. Ja, es gelingt dir leicht, aber nein. Hm. Kannst du Tiere ziehen? Nee, aber das sieht für mich so aus, als wenn die Hasen glauben, dass es Gras wäre, weil sie unter einer Illusion leben. Aber dieses Lagerfeuer hat ja... Dieses Lagerfeuer haben ja wohl nicht die Hasen gebaut. Nein. Nein. Wer war wohl hier? Ist es noch warm, das Lagerfeuer? Sekunde. Ja. Oh, jemand war kürzlich hier. Spuren nee, lesen. Entschuldigung. Nein, es ist nicht. Völliger Quatsch. Niemand nein, war kürzlich nicht. Hier. Es ist kalt. Es ist kalt. Es ist Jahrtausende alt. Ja, tut mir leid. Nee, es ist kalt. Ich würde gerne die Fußspuren mal checken auf dem Boden. Zumindest laut Bild sieht es nach Fußspuren aus. Kann ich Spuren lesen? Kann ich sehen, irgendwie in welche Richtung? Es ist relativ einfach für dich zu sehen, dass da Kaninchenspuren sind. Einfach nur Kaninchenspuren? Ja. Können wir sicher sein, dass es Fleisch von Kaninchen ist? Oder? Da liegt ein Kaninchen und die fressen Kaninchen. Ah, okay, alles klar. Gut. Zwei Kaninchen fressen ein Kaninchen und kotzen dabei. Ja, also ich wollte die eigentlich jetzt töten und essen, aber dann möchte ich das doch nicht. Nee, wenn die kotzen, dann möchte ich das nicht. Was wollt ihr machen? Naja, weitergehen. Also, oder also können wir die Kaninchen fangen? Ihr seid in einer Sackgasse. Ich würde gerne die Kaninchen fangen. Okay. Das ist eine interessante Info. Dann würfeln wir auf Jagen. Scheiße. Wir sind in einer Sackgasse. Bitte nicht mehr in Werten sprechen. Also wenn du mir jetzt merkst, ich bin nicht so gut, einfach damit die anderen besser ins Spiel kommen, sagen, ich bin nicht so gut, vielleicht ja, kann also jemand anders versuchen. Ich würde vorschlagen, dass der am besten im Jagen ist, die Kaninchen fängt. Jo. Ja, was hast du denn bei Jagen? 6. Es schreibt jemand Kannibalinchen. 5, Entschuldigung. Du? Bin ganz gut, so mittel. Ja, ich hab 2. Ja, versuche ich zu jagen, Spielleiter. Okay, darfst würfeln. Ist um 5 erleichtert, weil die durch das Fressen doch recht träge sind. 3, schafft. 5 erleichtert, 10 ausgeglichen. Geschafft. Echt? Krass. Ja, geschafft. Und 3, geschafft. Gut. Ja, du schaffst es, ein Kaninchen zu fangen. Das andere entkommt. Gut, kotzt es mir gerade dann einfach, kotzt es weiter? Ja, ein bisschen, aber es geht. Aber es stinkt erbärmlich nach menschlichem Schweiß. Nach menschlichem Schweiß? Ja. Ist es Achselschweiß? Wie reagiert das Kaninchen auf mich? Ist es panisch? Ja, es zappelt ein bisschen. Es scheint nicht völlig panisch zu sein, aber es zappelt schon. Es will auf jeden Fall nicht festgehalten werden. Und es stinkt, wie gesagt, erbärmlich nach Schweiß. Schweiß. Ich habe mal eine Frage. Und zwar ist es ja bei den Wagen so, ja, dass die Wagkinder... Da werden die Kaninchenkinder werden an das Waag gerieben, damit die Kaninchen... Hasenwaag, das weißt du alles nicht. Tut mir leid, du kennst dich mit Hasenwaags nicht aus. Das ist kein Tier aus deiner Heimat. Achso, ich dachte, dass ich das gelernt habe. Ich nenne es Gorgon und bleibt bei mir halt. Ich halte es fest. Okay. Ja. Kannst du machen. Cool. Gut, was tut ihr? Sackgasse. Ihr steht an einer Sackgasse, genau. Ja, müssen wir markieren und zurück. Okay, ihr markiert das Feld. Das habe ich gemacht. Und ihr geht zurück. Ihr kommt an Folgendes. Kommt hier Regie hinterher, ich erkläre es auch gleich. Ja, das weiß ich schon. Wichtig ist, ihr kommt an eine markierte Kreuzung. Ihr befindet euch oben. Oben ist auch markiert, dass ihr in die Richtung gegangen seid. Wir müssten jetzt... Ihr könnt nach links und nach unten. Was? So rumkommen. Ja, nach unten natürlich. Ja, gut. Wir müssen wieder an diese Kreuzung, wo wir schräg nach oben gegangen sind. Ja. Gut. Und da kommt ihr auch raus. Genau. Und ihr steht an einem Weg, den ihr markiert habt. Also, dass ihr kommt jetzt von hier. Ihr kommt hier lang und hier habt ihr auch markiert, dass ihr in die Richtung gegangen seid. Genau. Wollen wir weiter runter? Also, ich würde runter oder nach rechts vorschlagen.
laut meiner Map. Ja, ich würde auch, auch rechts kommen wir ins Labyrinth rein und nach unten kommen wir weg vom bisherigen Weg. Ja, rechts. Okay. Wollt ihr rechts gehen? Okay. Regie, bitte das Feld rechts. Ja. Und dort seid ihr auf dem Feld, auf dem ihr eben die Spuren gefunden habt, in der Nähe eures Lagers. Aha. Da, wo es nach Solgbeeren roch und so. Mhm. Ihr könnt nach oben, nach rechts und nach unten und ihr seid von links gekommen, genau wie es hier abgebildet ist. Ich würde wieder nach oben gehen, weil dann laufen wir parallel zu der einen Sackgasse. Also vielleicht kommen wir da auch theoretisch in unser Lager zurück, aber dann lass uns nach oben gehen gerne. Okay. Okay, ihr geht nach oben. Aber wie man kennt immer, ne? Also ihr geht so ein bisschen nach schräg rechts oben, nur damit ihr es aufschimmert. Okay, ja, ich markiere die ganze Zeit mit. Ich gehe davon aus, ihr markiert immer. Genau, der Weg führt, ihr kommt von schräg links unten und geht einfach nach oben. Ja, weiter. Okay. Oh, die Schritte sind schön. Und ihr kommt von unten und könnt nach rechts gehen. Nach rechts? Ja, ja, das, wie gesagt, die Bilder sind nicht perfekt. Jo, machen wir. Ja. Okay. Gut. Alles klar, ihr kommt an eine Kreuzung. Ihr kommt von links. Nach oben? Also quasi, nee, warte, wir kommen von links? Ja. Also wieder links. Dann gehen wir quasi nach oben wieder. Also da. Nach oben? Okay. Also wir kommen von links, sagst du hier? Ja, ihr kommt von links. Ihr seid jetzt nach oben gegangen, sorry. Nee, also... Ja, ihr könnt jederzeit zurückgehen. Also ihr seid jetzt nach oben. Oben in meiner Zeichnung bedeutet halt, wenn wir von links kommen... Ihr steht an einer Kreuzung, auf der ihr nach links und nach oben gehen könnt. Ja, dann nach oben, genau. 90 Grad Winkel. Ja. Also ihr seid von unten gekommen, könnt nach oben und könnt nach links. Wir sind von links... Ja, dann... Hä? Hä? Ach so. Nee, wir sind von links... Ihr seid von unten gekommen. Jetzt, ja. Ach so, wir jetzt sind schon gerade kommt Bild. Ihr von unten, ja, genau. Ja. Ihr könnt nach oben gehen und nach links. Ich würde nach links gehen dann. Ihr seid jetzt an der Kreuzung, wo drei Wege sind. Ich glaube, du hast einen Schritt vergessen. Okay, dann. Wollt ihr nach links? Ne, hier sind wir. Ich würde nach links gehen, dann gehen wir quasi hoch. Okay, ihr markiert das. Ihr geht schräg nach links oben, genau. Und ihr kommt wieder an das tote Reh. Ah, okay, alles klar. Dann ist das das Verbindungsstück. Okay. Ja, dann würde ich zurückgehen, ne? Tote Reh. Zurück? Wollt ihr... Ich weiß nicht, das klingt wie eine Frage, nicht wie eine Ansage. Ja, in die Runde. Also okay. Zurück, wo... Also, ne? Also ich würde mal sagen, einfach mal, das wie so in einem Rollenspiel würde ich das echt schneller machen. Also so, geradeaus, ja. Rechts, links. Okay, cool. Wenn wir jetzt bei jedem abstimmen, dann kommen wir gar nicht mehr da durch, oder was? Ja, mach doch. Also ich... Ja, okay, dann zurück, da wo wir hergekommen sind. Du hast eine Map, mach einfach, wie du meinst. Also mal, um nicht zu viel zu helfen, aber eure Maps sehen relativ gut aus bis jetzt. Ja, ich glaube, aber ich habe... Ihr kommt zurück. Verlaufen. Der Weg, ihr könntet nach oben, nach links und nach unten und der Weg von... Der Wink nach links ist markiert. Links kamen wir her? Genau, vom toten Reh kamt ihr gerade. Den hattet ihr markiert. Auf diesem Feld. Ja, dann würde ich quasi... Von links kamen wir her, dann würde ich nach rechts weitergehen. Es gibt kein rechts. Es gibt oben, links und unten. Ja, von oben... Das Bild stimmt halt wieder nicht. Ja, ne? Genau, tut mir leid, aber hör auf mich. Vier Wege, ja? Ja, hier sind drei Wege, das stimmt. Die Zahl der Wege stimmt immer. Okay, und wir kommen von unten. Jetzt kommt ihr von links. Also vom toten Reh, links, schräg links oben. Und wir können nach oben gehen. Ihr könnt nach oben und nach unten gehen. Ja, dann müssen wir nach oben gehen wahrscheinlich. Aber wobei das... Ey, das ist aber jetzt nochmal... Schnell. Ja, ich versuch nur Track zu behalten. Ja, aber das ist Quatsch. Wenn ich mich einmal vermale, dann bin ich auch raus, weißt du? Ja, aber ich glaube, geht schneller, einfach irgendwie lang zu laufen. Ja gut, dann sage ich nach oben. Stepkin steht vor, einfach wahllos und seht folgendes. Diesen Labyrinth herumzulaufen. Denn es wird schneller etwas passieren. Ihr kommt an einen Weg, an dem es nichts markiert ist. Ihr könnt nach rechts gehen. Ja. Okay, ihr geht weiter. Ihr könnt geradeaus... Also ihr könnt nach rechts oder nach unten gehen. Entschuldigung, vergesst gerade aus. Ihr könnt nach rechts oder nach unten gehen. Unten. Ihr kommt von links. Wir machen links. Einfach rein durch. Rein durch. Jeder unten. Sagt einmal eine Ansage. Dann ja. Unten. Ihr das geht nach unten. Recht. So, Simon. Ich markiere für euch mit die ganze Zeit. Wo kommen wir von unten? Ihr kommt jetzt von oben auf eine Kreuzung. Ihr könnt nach links und nach unten gehen. Links. Okay. Ihr kommt auf ein Feld, das schon markiert ist.
Ihr steht an einer Viererkreuzung. Und der Weg nach oben ist markiert. Es ist genauso, wie es hier ist. Ihr kommt von rechts. Der Weg nach oben ist markiert. Gut, dann gehen wir geradeaus weiter. Also nach links? Ja. Okay. Ihr kommt auf ein Feld, das markiert ist. Verdammt. Ihr könnt nach unten gehen. Ihr kommt von rechts. Der Weg, auf dem du stehst, ist markiert. Also nach rechts. Dass ihr in die Richtung schon mal gegangen seid. Ihr malt ja immer so Pfeile. Dann in die freie Richtung. Ach so. Die nächste, in die Richtung, in die wir noch nicht gegangen sind. Also ganz kurz, nur mal einmal, ja, ne, Leute. Bei mir ist es jetzt so, das hat mich jetzt völlig rausgerissen. Auch hat gesagt, unsere Maps waren gut, jetzt sind die Maps weg. Okay, lass mich kurz eins sagen. Ja, war trotzdem wir markieren Idee. Immer den Weg, von dem wir gekommen sind. In dem Moment, wo wir den Weg zurückgehen, schreiben wir das über sozusagen und verlieren unsere Spur. Jo. Also ich würde einfach zurückgehen und einen anderen Weg nehmen, weil da waren wir schon. Ihr begegnet jetzt einem Pfeil, der auf euch zeigt, weil ihr da schon mal lang gegangen also seid. Also ich würde bitte den Weg zurückgehen bis dahin, wo wir quasi einen unbefleckten Weg haben. Ja. Ja, also einen Schritt zurück und dann nach unten, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Ja, okay, einen Schritt zurück. Also wieder nach rechts, liebe Regie, damit ihr auch nicht durcheinander kommt. Im Notfall kann ich ja immer noch die Zahl. Genau. Und die gehen nach unten. Und ihr seht Folgendes. Das dauert einen Moment, das ist nämlich immer so eine Art Loop. Ihr findet eine alte Axt am Wegesrand. Interessiert mich nicht. Die Axt trägt das Wappen von Skalme, eurer Heimatstadt, eingraviert. Lasse. Was ist da los, ey? Ich habe so eine Axt schon mal gesehen. Die Runen von unserer Heimat sind eingraviert. Gut. Also es ist eine etwas in die Jahre gekommene, rostige Axt, aber... Du hast schon recht, die Runen eurer Heimat sind da eingraviert. Das hat definitiv ein Schmied aus eurer Heimat gemacht. Das ist eine gute Axt. Ich glaube, ich weiß genau, wer diese Axt für euch, angefertigt. Ihr kommt von oben und könnt nach rechts gehen. Ist das eine gute Axt? Die war mal gut. Ja, stimmt. Es war mal eine gute Axt, aber so ist sie natürlich nicht zu gebrauchen. Sollen wir sie mitnehmen? Sie ist groß und schwer. Pack sie einfach ein, du bist stark. Aber... Das sollte ja kein Grund sein, sie nicht mit einzustecken. Ja. Nimm sie mal mit. Wir nehmen diese Axt mit. Lasse nimmt die Axt. Sie zieht sie aus dem Stamm. Denn diese Axt gehört in unsere Heimatland. Okay, schaffst du. Du kannst die Axt einpacken. Vielleicht müssen wir einfach alle Gegenstände aus unserer Heimat einsammeln. Und sie zurückbringen. Damit sie Frieden finden. Ist eine schöne Axt. Lasse wird sie im Laufe des weiteren Abenteuers wieder auf Vordermann bringen. Okay. Ja, du kannst die Axt mitnehmen, du packst die Axt ein. Ihr kamt von oben und könnt nach rechts gehen. Ja, also müssen sonst wir rechts gehen, ist doch klar. Machen die eh schon für euch scheinbar. Ihr kommt von links, ihr könnt nach oben und nach rechts gehen. Ich würde nach oben gehen. Ja. Okay, ihr geht nach oben, ihr kommt auf ein bereits markiertes Feld. Zurück. Und dann wieder rechts. Okay, ihr geht zurück. Entschuldigung, Regie. Wieder zurück. Ihr kommt auf ein bereits markiertes Feld, logischerweise. Ja, jetzt den einzig freien Weg noch. Ja, rechts ist der freie Weg. Ja. Also meine Karte ist übrigens jetzt auch raus. Okay, ihr kommt auf folgendes Feld. Ihr könnt einfach nur geradeaus nach rechts gehen. Ich sag's trotzdem weiter, falls... Ja. Ja, machen wir, ne? Ihr könnt... Sind irgendwo hier. ...nach oben gehen oder nach rechts gehen. Oben. Okay, ihr kommt auf folgendes Feld. Ihr könnt nach links gehen, ihr kommt von unten. Ja, machen wir. Bin voll gespannt, ob jemand in der Community eine gute Karte wählt. Ihr kommt von rechts, ihr könnt nach oben gehen. Ja. Also ich meine, wenn es nur einen Weg gibt, dann gehen wir den einfach. Muss man auch nicht fragen. Aber ja, okay. Weil es ist ja Quatsch. Ja, nee, also stimmt schon. Okay, es kostet einfach nur Zeit. Okay, ja, du hast völlig recht. Okay, ihr kommt von unten und geht nach rechts. Und findet Folgendes. Eine zerschmetterte Leiche und einen alten Seemannshut. Oh, schön. Oh, darf ich den Hut haben? Wer sagt denn, dass du den Hut dann... Also der Hut ist klitschnass. Vielleicht, ja, das... Seht ihr sofort. Kann man ja. Klitschnass. Es ist eine Kapitänsmütze. Ist das aus Skarnland, dieser Kapitän? Kannst du nicht... Also, ob der Kapitän, kannst du nicht sagen. Der Hut ist aber nicht typisch skarnländisch. Ah.
Okay, kurz, vielleicht kannst du das. Wir sehen halt wirklich Skelett. Und ein Skelett und das, was da ist, seht ihr auch wirklich. Okay, aber die Mütze ist einfach klatschnass. Du sitzt auf dem Kopf, ist klatschnass. Mehr habt ihr, sie noch nicht genommen, ihr habt sie noch nicht angeguckt. Das, was ihr sofort seht. Ich gehe halt hin und guck mir die Mütze an und heb sie hoch. Ja, es ist ein Hut, er ist klitschnass und er riecht nach Salzwasser. Wie der Holzsplitter auch. Wie kommen all diese Dinge in diesen Wald? Wie kann ein nasser Hut auf einer Leiche noch nach Meerwasser riechen? Das frage ich euch. Wir haben Stücke eines Schiffs. Wir haben eine Axt aus dem Skarnland. Wir haben einen Matrosenhut. Kann es sein, dass hier mal Meer war? Tja. Im Moment habe ich die große Sorge, dass wir möglicherweise immer noch in einem Wal sind und alles ein riesengroßer Traum war. Ich nehme diese Mütze an mich. Ich wringe sie aus. Riech kräftig. Schlag die einmal so durch die Luft, wirbel da so mal ein bisschen dran. Ja. Und dann setze ich mir die auf. Okay. Mach ich. Kannst du machen. Geil. Du vernimmst plötzlich den Geruch von Solkbeeren. Er wird dir mit dem Wind zugespielt. Aus welcher Richtung? Aus östlicher Richtung. Ihr steht aber in einer Sackgasse. Aus östlicher Richtung? Also das heißt, wir können nicht nach Osten gehen? Gerade nicht, aber der Wind kommt aus Richtung Osten und daher riecht es nach Solkbeeren. Ist das hier eine Sackgasse eigentlich? Jetzt gerade ist eine Sackgasse, ja. Okay, Jungs, ich rieche wieder Solkbeeren. Bitte vorsichtig sein. Ist da noch irgendwie was anderes an der Leiche? Vielleicht irgendwie ein Goldzahn? Nee, also es ist nur ein Skelett. Knochen. Ja, dann müssen wir jetzt zurück den Weg, den wir gekommen sind. Geronima. Ja. Vielleicht sollten wir uns entgegengesetzt der Richtung, aus dem der Geruch kommt. Wir haben ja noch eine Richtung jetzt. Ja gut, ich sag nur. Ja. Okay. Also wollt ihr, wenn, ihr habt eh keine Karte mehr, weil dann würde ich mit ein bisschen beschleunigen und der Regie sagen, bitte einmal zu 30. Gut. Ihr kommt von oben, ihr könnt nach links und nach rechts. Der Weg von oben ist markiert, da kommt ihr ja gerade her. Wir können nach links und nach rechts. Wir kommen von oben. Dann sag ich rechts. Okay. Rechts ist ja Osten. Ja, ganz genau. Ihr kommt auf ein Feld. Ihr kommt von links. Ihr könnt nach oben, nach unten und nach rechts gehen. Würde gerade, also von da, wo wir kommen, so Richtung Osten quasi würde ich gehen. Okay. Ihr kommt auf folgendes Feld. Ihr könnt nach oben gehen. Also ihr kommt von links, könnt nach oben gehen. Mhm. Tut ihr natürlich auch. Jo. Ihr kommt auf das nächste Feld. Ich markiere für euch die ganze Zeit mit. Okay. Und ihr geht natürlich weiter, nehme ich mal an. Mhm. Und ihr kommt an folgendes Feld. Ihr findet euch an einer kleinen Hütte mitten im Wald wieder. Ja, nice. Dann klopfen wir nochmal an die Tür. Sekunde. Ich muss einmal kurz wieder dahin springen, weil ich an einem anderen Punkt bin. Sorry. So. Schau mal, wir hätten dieses Rätsel letztes Mal. Oder willst du durchs Fenster gucken? Alter Schwede, da wäre aber. Können wir durchs Fenster gucken oder sind die irgendwie schwarz? Warte mal, ich muss mal eben hier hinspringen. Ja, was denn? Was? Nee. Muss mal eben. Ah, jetzt hier, da sind wir richtig. Mal ein wenig. Ich hab keine Ahnung, was ist. Ihr steht vor einer kleinen, mysteriösen Hütte. Im Inneren brennt grün-gelblich flackerndes Licht, das durch schiefe Fenster dringt. Was tut ihr? Ich würde gerne durchs Fenster schauen. Mal reingucken, was da drin ist. Geronimo, riechst du irgendwas? Und es riecht wahrscheinlich nach den blöden Bären, ne? Ja, es riecht nach Solkbären, eindeutig. Kann ich mir auch schon vor der Hütte riecht es nach Solkbären. Also beeinflusst mich das oder kann ich mir ein Tuch umbinden oder Kannst so? Kannst du tun. Ich würde mir gerne was über den Atemwege und das empfehle ich. Leute, bindet euch schnell was über die Atemwege. Hier ist wieder die garstige Blödbeere. Wie heißt die schon? Solkbeere. Garstige Solkbeere treibt ihr Unwesen. Bindet euch bitte was über die Atemwege. Ich rieche nur Salzwasser von oben und Menschenschweiß von unten, weil ich Gorgon mir so unter die Nase halte. Mein Kaninchen, was nach Menschenschweiß stinkt. Es geht nicht um den Geruch, es geht um die Wirkung. Ja, ja. Dann halte ich mir Gorgon direkt vor die Nase. Okay. Ja. Was tut ihr jetzt? Ihr steht vor dieser Hütte. Durchs Fenster gucken. Okay. Du schaust durch das Fenster. Du siehst allerhand merkwürdige Geräte und Spielereien. Außerdem ein zerfleddertes Buch, das auf einer Art Tisch zu liegen scheint. Aber sonst niemand. Auf dem Herd köchelt ein Tee. Und in der Mitte des Raumes steht ein großer Kessel.
Also ich würde in die Hütte rein. Ist ja niemand drin. Hm? Ist die Hütte groß genug, dass wir viele da rein können? Oder ist ja, doch, da könnt ihr zu viel rein. Das Dagobah-System. Ja, und Scheiß, ey. Es ist, es also, ihr könnt die Hütte betreten. Ja, dann ja alle wir rein. Okay. Schöner Sound. Gefällt mir gut. Okay. Moment, ich muss mal das hier, kann ich eigentlich mal beiseite legen. Ja, ihr steht in der Hütte. Ihr seht, was ich euch eben beschrieben habe. Also sagt nochmal, ein Kessel? Hm? In der Mitte des Raumes ist ein Kessel. Es brennt Licht, so gelbliches Licht, weil Kerzen angezündet sind. Es steht ein Tee auf dem Herd und ein großes Buch liegt in dem Raum. Und allerhand merkwürdiges Gedöns. Mhm. Kräuter, Pilze, Sachen, die man im Wald findet. Was Fälle. Lasse guckt sich das Buch ein bisschen genauer an. Stöpken lacht ein bisschen. Das ist dein Buch. Hinein. Hast du sowas schon mal gesehen? Ja, mein Vater hatte viele davon. Ich zeige dir, wie du es aufmachst. Du musst es in der Mitte spalten. Ah, siehst du? Das ist ein gut gespaltenes Buch. Du öffnest das Buch. Kannst du Runenschrift? Ich. Schau mal in deinen Bogen. Was hast du bei Runenschrift? Ich glaube... Ich will nur einmal wissen, wer von euch quasi lesen kann. Fünf. Hm? Du kannst ganz passabel lesen. Also was heißt ganz passabel? Kannst du völlig in Ordnung lesen. Ich habe eins. Ganz grundlegend entziffern, dass es sich um Schrift handelt und was es sein könnte. In diesem Buch befindet Nein. sich Schrift. Ja, okay, das kannst du sehen. Weil er noch guckt ja Steppken rein. Eins. Ich gebe das wie immer in solchen Fällen Geronimo, denn ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung. Du kannst das heißt. Lesen, dass in diesem Buch, Sekunde, in diesem Buch ist alles aufgelistet, was ihr jetzt im Grunde schon erlebt habt. Seit der Seefahrt und alles, was ihr den Leuten erzählt habt. Da steht über eure Heimat, dass da so ein paar hundert Leute leben. Da steht, dass ihr übers große Meer gekommen seid. Da steht all das, was ihr im Wal erlebt habt. Alles, was in Oke passiert ist. Alle Aufgaben, die ihr schon gemeistert habt. Akribisch. Was ist in Oke passiert? Daran müsst ihr euch ja wohl noch erinnern. Nee, aber alle Aufgaben, die ihr in Oke gemeistert habt. Das Wettzechen, das Fischen, alle Leute, die ihr getroffen habt. Alles ist hier drin wirklich akribisch geschildert. Und jedes Mal, wenn irgendein Hinweis auf eure Heimat auftaucht, ist das markiert. Ist auch. Steht da auch drin, dass wir uns jetzt gerade in der Hütte befinden? Ich wollte auch fragen, was jetzt. Also, passiert. Wie aktuell ist der. Ja, am Ende des Buches steht, dass ihr jetzt gerade in dieser Hütte seid. Oder krieg ich Gänsehaut. Oder eine Geschichte. Okay, pass auf. Mhm. Ich balte das Buch in der Hand und lese weiter. Und zwei von euch gehen raus. Und ich gucke, ob das ins Buch geschrieben wird. Okay? Gut. Ja. Pizzlmick und der hier gehen raus. Beide Pizzlmick. Pizzlmick und hier Steppken gehen raus. Ich heiße Steppken. Er heißt Steppken Pizzlmick. Ach ja. Tiago, hallo, mein Name ist Steppken Pizzlmick, Herr Bluden. Ja, hier. Ihr mit euren fancy Doppelnamen. Ja, okay. Tiago. Erstmal passiert nichts im Buch. Okay, ich mache das Buch einmal zu und wieder auf. Jetzt steht darin, dass die beiden die Hütte verlassen haben. Wenn du das Buch auf und wieder zugeschlagen hast. Wie viele Details, ich blättere zurück, wie viele Details stehen über die Nacht zwischen Pizzlmick und mir drin? Alles. Ja, oh, Ehrepunkte. Leute haben es gesehen. Ja. Während ich rausgehe, werde ich jede schmutzige Kleinigkeit. Schnell ein Augen. Wobei das tatsächlich eine wichtige ist. Auch Dinge, darf ich kurz, ja? Darf ich eine Sekunde auch mal was sagen? Ja. Danke. Ich werfe dir einen Augenaufschlag zu, der sagt, du weißt was, nein, ja, das ist Teil 1 im Subtext, aber sage ich dir, weißt, was mit diesen Seiten zu passieren hat. Ja, ich reiße sie aus. Ich habe einen Ruf zu verlieren. das stimmt. Okay. Also aber ja, dir fällt auf, dass tatsächlich auch Dinge, die zum Beispiel nur ihr beide gesehen habt oder so, in diesem Buch stehen. Also auch Dinge, die andere in der Gruppe nicht gesehen haben. Stehen in dem Buch. Mhm. Ja. Ab wann beginnt denn das Buch? Also was ist das Erste, was da drin steht? Das Erste, was da drin steht, ist, dass ihr im Bauch des Wals aufwacht. Mhm. Okay. Also, ich glaube, dass wir nie in dem Wal waren. Ich glaube, dass wir von Anfang an gefangen gehalten werden. Irgendwas hält uns gefangen und hat uns in einer Art Illusion gefangen und schaut jetzt, was wir machen, um Informationen von uns zu bekommen. Alles, was wir machen, dient nur dem Zweck, dass wir irgendwann etwas machen, was in der Information enthüllt, die unser Kidnapper braucht. Nämlich, wie kommen wir da hin und wie viele sind da? Also, das heißt, es kann sein, dass Gino Sing Sang oder wer auch immer, die wollen ja den Weg in unsere Heimat finden. Und alle Leute Fragen, die bis dahin irgendwie kamen, deuten halt darauf hin, sie wollen halt die Attacke
führen. Ich bin bei der Geronima. Das klingt sehr sinnvoll, was du sagst. Aber wer hat dieses Buch geschrieben? Was ist nochmal direkt vor dem Wal passiert? Wir haben den Kampf verloren, ja, oder? Ja. Wir haben den Kampf mit der Bolgakut verloren und sind ins Wasser gestürzt. Exakt. Ja. Das war das Letzte. Vielleicht wurden wir ohnmächtig und jemand hat uns gefangen. Okay, aber was sehen wir noch? Also da steht viel Krimskrams, Kerzen rum, etc. Ein großer Kessel in der Mitte des Raumes, ein Tee, der auf dem Herd steht und der köchelt. Und halt viel Krimskrams, genau. Ah, dieser Tee riecht aber lecker. Wollt ihr mal, also... Darf ich was sagen? Ich bin doch gerade am was machen. Ja. Dieser Tee riecht lecker. Ja. Für Lasse. Ja, warte mal. Würfel mal auf mythische Täuschung. Was soll ich da? Mythische Täuschung. Weiß ich doch, habe ich nicht vorhanden. Gut, dann viel Glück. Das ist G. Aber sagen mal, um 5 erleichtert. G in. Weil du das ja laut gesagt hast, alles dein Theorie. Okay, G, Schicklichkeit 14. 17. Kann ich dann 3 ausgleichen, wenn es um 4 erleichtert ist? 5 erleichtert gekriegt. 5 erleichtert. Ja, wenn du es ausgleichen kannst. Dann habe ich noch 2 zum Verleichtern. In. 9. 2, ja. 16 minus 2, 14. Ja, also zweimal geschafft, einmal nicht. Okay. Ja, riecht lecker. Okay. Dann. Shit, ich hätte mal lieber für dich würfeln sollen. Lasse gönnt sich einen Schluck von diesem leckeren Tee. Okay. Bin ich auch Durst, Freunde. Einmal bitte das Licht aus, liebes Studio-Team. Das dauert eine Sekunde wahrscheinlich. Achso, ich dachte nur meins. Du darfst dein Licht anmachen. Alle anderen Tischlichter bitte aus. Du befindest dich plötzlich im Laderaum der Bolgakut. Weil ich den Tee. Du hörst Wellen und Wasser. Alle anderen scheinen da zu sein, also du siehst zumindest dunkle Gestalten. Du bist gefesselt. Dann öffnet sich hinter dir knarrend eine Tür und jemand tritt ein. Die Person scheint zu bemerken, dass du wach bist und kommt langsam auf dich zu. Sie verschließt dir die Nase mit den Fingern und flößt dir ein Gebräu ein. Und das Licht wieder an. Deins kann aus und du erwachst. Ihr merkt, dass er eine Sekunde weggetreten war offensichtlich, als er den Tee getrunken hat. Lasse! Warum so blasse? Was hast du gesehen, Lasse? Wo warst du? Du warst kurz weg. Was war in dieser Tasse? Ich bin ein bisschen... Der Rhein war klasse. Ich war eben auf der Bolgakut. Der Bolgakut? Ja, aber ich war gefesselt. Ihr wart auch da und dann kam jemand und hat mir ein Getränk verabreicht. Soll denn dich jemand fesseln? Es war ein sehr unrealistischer Traum. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, was es zu bedeuten hat. Wollt ihr nicht auch mal einen Schluck trinken? Warte. Okay, das heißt, du bist aufgewacht und jemand hat bemerkt, dass du wach geworden bist und hat dir was eingeflößt. Genau so war's. Steppken will auch Halluzinationen haben. Stopp. Gib mal her den Tee. Warte eine Sekunde bitte. Lass uns einen Plan schmieden. Nur einmal kurz dran schnüffeln. Ja, du darfst sofort dran schnüffeln. Ich würde sagen, wir nehmen alle einen Schluck. Wir nehmen alle einen Schluck von dem Tee. Und wir lassen die Augen aber zu und hören nur, was passiert. Du meinst alle gleichzeitig? Ja, wir nehmen alle gleichzeitig einen Schluck vom Tee, lassen die Augen geschlossen und horchen, was um uns herum passiert. Und wenn, machen wir die Augen nur so einen Spalt offen, dass niemand sieht, dass wir sie öffnen. Das kann ich mal. Kannst du bitte ganz kurz mal in dem Buch nachsehen, was da über die Geschichte von Lasse? Das mache ich gerade. Über welche Geschichte? Ich meine nur, wenn in dem Buch alles steht, was wir erleben, ist ja auch die Vision von Lasse da drin stehen. Das würde wiederum bedeuten, dass sie wahr war und wir vielleicht hier nicht wahr sind. Okay. Oder wahr. Die Vision steht nicht in dem Buch. Auch nach dem Schießen. Das heißt jetzt was? Darf ich mal... Keine Ahnung. Gerade sehr Method Acting. Ich weiß wirklich gerade überhaupt nicht. Kurze Frage. Ist genug Tee für alle da? Ist das Gebräu? Das ist auch für alle. Ihr könntet alle ein Schlückchen trinken. Naja, aber manche wollen vielleicht mehr als ein Schlückchen. Ist in dem Kessel das gleiche wie in dem das Tee? Das ist die Frage, die in ich gestellt habe. In den Kessel habt ihr noch gar nicht geguckt. Dann gucke ich da jetzt rein. Okay. Du blickst in den Kessel. Sekunde. Du siehst eure 4 Abbilder auf einem holzigen Fußboden liegen. Ihr scheint zu schlafen.
Doch eine weitere Gestalt huscht immer wieder durch das Sichtfeld. Du kannst allerdings nichts Genaues erkennen. Da hörst du eine Stimme. Nun, nur keine falschen Erinnerungen einstreuen. Nichts darf sie zweifeln lassen. Nichts sie an ihr wahres Ich erinnern. Ja. Gunnar. Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Also, okay, wir sehen in dem Kessel ein Spiegelbild der realen Welt, aus der du gerade gekommen bist, nachdem du erwacht bist wieder. Was jemand ist denn versucht, eine reale jemand Welt versucht uns in einer überhaupt Illusion gefangen zu halten. Ist es das, was du meinst? Es ist exakt das, Lasse. Okay, ich gucke in den Kessel. Was ist mit der Gestalt, die um uns herum zischt? Du kannst sie nicht genauer erkennen, aber die Gestalt huscht durch den Raum. Es ist aber auch sehr verschwommen, was du im Kessel siehst. Ist sie sehr schnell oder bewegt sie sich auch manchmal an? Es wirkt eher wie Bruchstücke, also wie Fetzen, deswegen wirkt die so schnell. Also es ist nicht, dass sie sich so schnell bewegt, sondern du siehst immer nur so Ausschnitte. Verstehst du, was ich meine? Also ja, es ist so verschiedene Bilder und dadurch wirkt so, als ob die Person im Raum umherhuscht. Also wenn der Tee Lasse aus der Illusion geführt hat und man hier im Kessel die Illusion sehen kann, vielleicht kann einer in der Illusion bleiben und im Kessel uns aufwecken und alle anderen drei gehen aus der Illusion. Also du hast beschrieben, du warst gefesselt. Können wir vielleicht was rübernehmen und dann kann Lasse sich entfesseln. Und dann kann er uns wiederum wach machen. Ich vermute, dass alles, was wir seitdem wir die Bolgakut verlassen haben, an uns genommen haben, nicht real existiert. Ja, aber das ist doch sind den Fesseln ja egal. Ich guck nochmal in den Top rein und überprüfe nochmal. Wir können schon aber erkennen, dass wir hart gefesselt sind, oder was? Nein, ihr seid in dem Bild sieht es nicht so aus, als seid ihr gefesselt. Ah. Und du hörst wieder die Stimme, liebe Regie. Nun, nur keine falschen Erinnerungen einstreuen. Nichts darf sie zweifeln lassen. Nichts sie an ihr wahres Ich erinnern. Und auch der Inhalt des Kessels riecht nach Säugbären. Ich würde gern, an ihr wahres Ich erinnern. Ich würde gern was von dem Tee in den Kessel schütten. Okay, kannst du tun. Es geschieht nichts. Nichts? Habt ihr die Stimme gehört? Nichts an ihr wahres Ich erinnern? Was ist mit den Gegenständen, die wir gefunden haben, die uns so wichtig sind? Dein Umhang, dein Rattenschal. Du hast nichts gefunden. Sollen wir das alles in den Kessel schmeißen? Vielleicht erstmal nur den Rattenschal. Das sind lebende Ratten, ja. Ein wenig Respekt vor Lebewesen. Aber ich habe auch diese Axt gefunden auf dem Weg. Erinnert ihr euch, die ich eingesteckt habe? Die uns an unser wunderschönes Gornland erinnert. Irgendjemand will uns wach machen. Nein. Jemand anders versucht es zu verhindern. Vielleicht, wenn wir das mitnehmen, dann erinnern wir uns, dass wir gar nicht wirklich hier sind. Sollen wir das alles auf den Boden ausbreiten, alle unsere Erinnerungen, und wir erzählen uns gegenseitig von dem, wer wir wirklich sind? Ich würde das Spiel andersrum machen. Ich würde sie auf die falsche Pferde locken. Wir können etwas ins Buch schreiben. Wie willst du sie denn auf falsche Pferde locken? Wir kommen aus Scarnland, aber das ist in der anderen Richtung, von der wir gekommen sind. Ja, aber wenn wir gar nicht aus Scarnland kommen. Ja. Aber denk da mal drüber nach. Denn ich die Stimme gehört. Befindet sich ein Federkiel in der Hütte. Etwas, mit dem ich schreiben kann. Ja. Ich schreibe in dieses Buch meine Geschichte. Ich schreibe in dieses Buch, wer ich bin, wer meine Eltern waren, was mir passiert ist, wer meine Freunde sind, bis zu dem Zeitpunkt, Geronimo, als wir die Schlacht auf der Bolgakut geführt haben. Geronimo, die wahre Geschichte. Schreib in das Buch. Aufwachen, das hier ist die Realität. Das schreibe ich auch in das Buch. Okay, du schreibst in das Buch? Ja. Die Schrift verschwindet. Aha. Also wirklich, du schreibst und kurz danach verschwindet die Schrift wieder. Gut. Damit habe ich gerechnet. Nochmal zurück auf den Tee zu kommen. Können wir den nicht einfach alle trinken? Ja. Kann nicht einfach einer von uns den ganzen Tee trinken? Nein, wir sollten alle ein bisschen Tee trinken. Ich dachte, das hatten wir schon probiert. Nein, nur ich habe Tee getrunken. Ich war alleine in dieser Welt. Aber wir es schaffen zu viert. Vielleicht schaffen wir es zu viert. Ihn zu überwältigen. Es reicht ja vielleicht, wenn einer ihn überwältigen kann und sich befreien kann. Alle gleichzeitig vier trinken jetzt. Komm. Was ist mit deinem Gehirn passiert, Lasse? Gut, ihr trinkt. Tee. Also trinkt ihr alle den Tee, oder? Ja. Okay. Jeder von euch, der den Tee trinkt, hat genau die gleiche Vision, aber alleine. Ihr seid alleine dort
Ihr seid gefesselt, eine Person betritt den Raum, scheint zu bemerken, dass ihr gefesselt seid, flößt euch wieder ein Gebräu ein und ihr kehrt in die Hütte zurück und steht alle wieder zusammen da. Okay, Vorschlag. Ihr drei trinkt noch einen Tee, ich bleib hier und guck mir im Kessel an, was passiert. Okay. Ja. Dann machen wir das so. Okay. Ja, die Frage ist, vermutlich wirst du ja dann sehen, was passiert. Aber wenn du nicht interagieren kannst, bringt's ja nichts. Ja, aber dadurch, dass wir was alle passiert, dieselbe Illusion hatten... Ja, wir wissen ja, was passiert. Tut ihr das oder... Also ich frag nur. Ja, ich will nur das nur okay. einmal auf... Na, ich will einfach... Also, weil wir hatten ja alle dieselbe Illusion, aber alleine. Das heißt, wenn wir zusammen sind, hätten wir das ein gemeinschaftliches Erlebnis gehabt. Das heißt, dass wir vielleicht wieder... Dass es ja, wieder das haben wir ja versucht, hat ja nicht geklappt. Ja, deswegen würde ich gerne in dem Kessel sehen, ob ihr gemeinsam aufwacht und was passiert in dem Kessel, ob ich da die Realität sehe oder die Illusion. Weil ich sehe ja jetzt in dem Kessel, wie ihr da liegt, wie wir da liegen. Und eigentlich, wenn ihr alle den drei den Tee trinkt, müsste ich in dem Kessel sehen, wie ihr alle drei erwacht und ihr alle drei dieses Zeug eingeflößt bekommt, außer mir, weil ich nicht wach bin. Das würde ich gerne überprüfen. Hoffentlich ist noch gut Tee da mit dabei. Ist super viel Tee da. Okay. Ja, super viel ist nicht mehr. Es würde jetzt reichen, dass drei Leute nochmal trinken, dann ist aber auch Ende mit dem Tee. Oh. Oh. Ja gut. Ist es mein Vorschlag. Ihr könnt das natürlich anderweitig diskutieren. Ein Versuch ist noch wert. Okay. Also wollt ihr es tun? Ich frage nur also, so sicher nach, weil ich nicht aber was tun will, was doch nicht ihr alle, wolltet. Um diese Theorie zu überprüfen, brauchen ja nicht drei Leute trinken. Reicht ja, wenn einer trinkt und man in den Kessel guckt. Ja, ich möchte... Ja, aber dadurch, dass ihr alle die Illusion einmal hattet, vielleicht nehmen wir zwei Leute. Ich will nur sehen, ob das gleichzeitig passiert. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir hatten alle die Illusion, dass nur uns das passiert ist. Die wurden nicht zusammengeführt, diese Illusion. Und wenn ich in den Kessel gucke, dann sehe ich, ob die zusammengeführt werden. Das kannst du ja trotzdem mit einem auch machen. Gut, wenn ihr solche Gespräche führt, bitte jetzt wieder in Character zurückkehren. Eure Charaktere unterhalten sich. Also jetzt, ihr habt genug Theorien gesponnen, ab jetzt müssen eure Charaktere bitte wieder reden. Also hat der Tee geschmeckt. Was ist mit diesem Buch? Kannst du da nicht mal was rausstreichen oder was rausreißen oder das Buch verbrennen oder einfach irgendwas machen und gucken, was passiert? Nur was? Das ist doch gar nicht so eine doofe Idee. Verbrennen wir doch das Buch. Ich habe noch nie. Aber vielleicht. Ich reiß die Seite mit der Liebesnacht mit Pisselmick raus. Mhm. Nachdem ich rausgerissen habe, frage ich Pisselmick, ob er sich an die Liebesnacht mit mir erinnert. Ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Nein, wer ist das? Noch nie. Psst. Nein. Doch. Also du kannst sagen nein, aber in Wirklichkeit erinnerst du dich. Natürlich, aber ich verdränge es. Es ist die verbotene Frucht, die ich nie wieder pflücken möchte. Also sollen wir das jetzt mal machen? Ein paar Mal. Okay, ich weiß es nicht. In Character zurück, bitte. Jungs, das, meine Freunde, das ist mein Vorschlag. Ihr müsst nicht ja sagen, ich wollte nur einen bringen, aber vielleicht habt ihr einen besseren. Also Lasse versucht nochmal zu konstruieren, was gerade passiert. In diesem Kessel sehen wir die Träume oder die Realität, die wir haben, wenn wir den Tee trinken, richtig? Ja. Vielleicht schmeißen wir die Gegenstände in den Kessel. Wer weiß, wenn wir vielleicht die Sachen in den Kessel schmeißen, vielleicht sind sie dann in der Welt, in der wir aufwachen. Ich würde vorschlagen, alle Erinnerungsstücke, die wir auf dem Weg aufgesammelt haben, werden wir jetzt in den Kessel schmeißen und schauen, ob unsere Figuren in dem Kessel diese Gegenstände sehen und sich erinnern, wer sie sind oder ob irgendwas passiert. Okay? Ja. Ich schmeiß einfach mal die Sachen, die nicht von uns privat sind, sondern der Hut und die Axt. Das haben wir noch was anderes? Nee, ne? Nee, Gorgon. Die Münze. Die Münze. Die Gold, was die ist Goldmünze. Mit der Gold? Das ganz sicher hat die Goldmünze irgendwas zu tun. Ich würde die drei Sachen einfach in den Kessel schmeißen. Die Axt, den Hut und die Goldmünze. In den Kessel und dann Tee trinken. Wir schmeißen sie erstmal in den Kessel und gucken in den Kessel rein, was passiert. Hm? Gut. Sobald ihr einen Gegenstand in den Kessel werft, Sekunde, es verändert sich die Farbe. Von was? Von der Flüssigkeit. Ach so. Also ihr werft zuerst die Münze rein, so habe ich es richtig verstanden. Okay. Die Farbe ändert sich. Sonst nicht. Nur die Farbe der Flüssigkeit, durch die ihr seht, scheint sich zu ändern. Von was in was spielt das? Ist jetzt momentan klar, wird ein Rot. Es spielt aber, also... Und aber, okay. Dann schmeißen, sollen wir die anderen Sachen auch noch peu à peu reinschmeißen? Wie kannst du mal sagen, wie groß der Kessel ist? Schon so ein Kessel. Okay. Also man könnte auch reinspringen. Theoretisch, schon ein großer Kessel.
Aber es ist heiß, also da ist Feuer drunter. Ich würde einfach jetzt das, die Axt reinschmeißen. Okay. Ist nicht meine, insofern nichts dagegen. Ist das okay mit dir? Das ist ein schönes Stück und ich hätte sie bestimmt wieder hinbekommen. Das da weiß ich. Sind wir von überzeugt. Aber sie wird uns wohl dienen in diesem Kessel. Klonk. Und wieder ändert sich die Farbe. Und jetzt wir müssen noch mehr reinwerfen. Was haben wir noch? Jetzt ist die Farbe golden. Warum werfen wir nicht das, was uns am wichtigsten ist, auch in diesen Kessel? Erstmal. Abgesehen von meinen Rattenschal, weil die leben noch. Aber vielleicht fangen wir mal an mit dem kleinen Holzsplitter. Niemals. Mit der epischen Geschichte. Lasse, es ist doch für einen guten Zweck. Dein Bruder hätte das gewollt. Hätte er es nicht gewollt. Du weißt es. Denk in dich. Edith! Kannst du mir das verzeihen? Die Farbe ändert sich in ein Blau und deine Gestalt scheint sich im Bild zu rühren. Also sie fängt an, sich zu bewegen. Okay, du musst gleich Tee trinken. Und es erscheint eine Inschrift im Kessel. Sie sagt: Frag tausende von Stimmen, was das Herz eines Wikingers wohl am meisten begehret. Dann sprich es aus und schließe das Ritual ab. Doch überlege gut, ob alle von euch bereit sind. Alle sind bereit. Budi hat seinen Gegenstand noch nicht. Budi hat seinen Gegenstand. Verdammt. Aber, also wer ist Budi? Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir suchen den Gegenstand oder wir töten Budi. Das stimmt, das sind die einzigen zwei Möglichkeiten. Ich sag nicht, dass ich eine präferiere. Wir müssen weiter durchs Labyrinth und wir müssen Budis Gegenstand finden. Ich sag schon mal die Umfrage an, denn das ist wichtig, können wir schon mal machen. Wir machen nämlich gleich auch eine Pause. Wir können eigentlich auch jetzt schön die Pause machen. Wir machen eine kurze Pause und währenddessen machen wir schon mal die Umfrage. Denn die nächste Umfrage lautet: Was begehrt das Herz eines Wikingers am meisten? Ihr gebt also ein Ausrufezeichen Bierz, Leerzeichen und dann den Begriff. Also das ist eine freie Umfrage. Das muss der Chat entscheiden. Und wir gehen ganz kurz in die Pause. Und dann sind wir gleich wieder da und dann sehen wir, was die Jungs mit diesem Kessel machen, wie es weitergeht und was ein Wikinger sich am meisten wünscht. Ich bin gespannt. Bis gleich. Nidhöggr. In Durnholm warten so manche Gefahren. Doch eine der schaurigsten sind die Nidhöggr. Bestien mit dem Körper einer Schlange, ausgestattet mit monströsen Flügeln, mit denen sie sich durch die Lüfte bewegen. Diese äußerst aggressiven Wesen sind gnadenlos und unberechenbar. Ihr Feueratem zwang schon viele Seelen in die Knie.